bei Summoners in Live, der Nummer 1 für League of Legends im deutschsprachigen Raum. Das ist Deutschland, das ist Österreich und das ist die Schweiz. Ich bin Kalle, das ist Tolkien und das ist Eis. Und yeah. Das hat sich voll geil gereimt. Nice. Die LEC, das ist das, was wir hier gerade bespielen. Und zwar ist das die Europäische Liga für League of Legends. Früher LCS, jetzt die League of Legends European Championship. Und wir haben schon das erste Spiel am heutigen Tage gesehen. Und zwar G2 eben gegen Schalke. Und das war knackig. Ja, das war ganz schön direkt rein gebuttert, würde ich jetzt sagen. Ne? G2 ist da einmal drüber gerollt. Ja, da löppt der Lachs, ne? Da kann man auf jeden Fall nichts sagen. Hör auf, hier meine Sprüche zu klauen. Kann man nicht vom Max damals? Nee, der kam von mir. Ja, da sagst du jetzt so, ne? Nee. Kann ja. Ich alles belegen. Was willst du sagen? So, G2 hat die ersten beiden Tage hervorragend performt. So, sie wussten, wo sie ihre Stärken haben und haben es halt genutzt. Bei den anderen Teams ist es bisher noch so, also wir haben erst einen Spieltag gesehen, da wird sich jetzt zeigen, vor allen Dingen, wie kontinuierlich sie diese Leistung vorweisen können. Das ist ja eigentlich immer das interessanteste Thema, denn ja. So von Patch zu Patch klar. Kann sich halt immer ein bisschen was ändern. Gerade für diese sogenannten, ja, Coinflip-Spieler ist jetzt übertrieben, aber für Spieler, die halt eben nicht konsistent sind in diesem Bereich, im kompetitiven Bereich, ist es natürlich dann auch immer zu sehen, okay, Tanks sind auf einmal gut, der Spieler performt jetzt nicht so gut, Assassins sind gut, auf einmal performt der Spieler gut, dann kommen halt wieder die Control-Matches rein, dann ist es halt eher wieder so semi-gut. Und einige Spieler haben halt das Talent, wirklich sehr flexibel zu sein, sich in jeder Meta anzupassen. Und das werden wir natürlich erst im Laufe aller Spiele, aller Series in dieser Season sehen. Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Wir wollen natürlich die beiden nächsten Teams einmal anschauen. Und zwar sind es XL und natürlich Rogue. Wir fangen mal mit XL an und die haben gestern, also beide, haben gestern nicht gewonnen, aber vielleicht so ein kleines Resümee und vielleicht schauen wir uns nochmal das Team an sich einfach an. Das ist nämlich jetzt quasi das Line-Up, was jetzt gleich antreten wird. Ja, XL hatte gerade im frühen Spiel auf einige Lebenszeichen, haben sie mehrere Inferno-Drags bekommen und ganz gut ein Tempo an den Tag gelegt. Aber sie haben gestern gegen Splice einfach im Midgame gezeigt, dass sie irgendwie ja, ein bisschen verloren auf der Map waren, was sie dann mit dem Lead anfangen sollen. Sie hatten wirklich große Schwierigkeiten, die Karte zu öffnen. Traditionell oftmals nach dem Botlane-Turm fällt, der Drake genommen wird, kann man Richtung Herald gehen und dann dafür sorgen, dass die Midlane geöffnet wird und man das Spiel einfach entfalten kann. Und das war XL mit diesem Roster überhaupt nicht möglich. Sie haben versucht, mit dieser Rumble-Comps und Midgame ein Teamfighting aufzubauen, um die Gegner runterzurennen und eventuell mit Kaiser dann auf Jeskla die Shutdowns zu holen, aber es war überhaupt nicht möglich für sie, gegen die Tanks vorzugehen. Und da hat doch ganz ehrlich XL bis auf das Early Game einfach nicht wirklich Lebenszeichen gezeigt. Und eben der große Unterschied, der große Kontrast zu G2, gerade eben und auch gestern, als die Tour, sobald sie das Double Pen hatten, Magic Pen und so weiter und Level 11 waren, der Power Spike da war, sind sie heimgegangen und XL wusste eben nicht, welche Stärken sie ausnutzen können, wo der Power Spike sitzt und wie sie den ausnutzen können, obwohl sie vorne waren. Und das müssen sie halt heute eventuell einfach beweisen, dass sie es besser können. Ja, vor allen Dingen bist du, glaube ich, auch immer angesichts eines schwierigeren Gegners wahrscheinlich so ein bisschen scared, dass du halt einfach ein bisschen mehr Angst hast, dich gar nicht so richtig traust reinzugehen, weil du immer Angst hast, bestraft zu werden. Jetzt wiederum haben wir aber eigentlich für beide ein sehr wichtiges Spiel, weil dieses Spiel ist halt potenziell, also beiden wird ja nachgesagt, dass sie wahrscheinlich eher weiter unten auf der Tabelle, wenn nicht ganz am Ende stehen. Mhm. Und das ist jetzt für beide wohlgemerkt die Chance, sich abzusetzen, den Unterschied zu machen. Weil wenn du dieses Spiel, das ist halt eigentlich jetzt der Pflichtsieg für beide, um sich abzugrenzen. Wenn du das nicht mitnimmst, dann ist der Start wirklich mau in der Season. Jester übrigens der Spieler mit dem höchsten Farmwert bisher beim gestrigen Tag. Wir haben ja bisher erst 5 Spiele gehabt, beziehungsweise jetzt 6 mit dem heutigen. Aber trotzdem hat er mit 10,8 Minutes die Minute den höchsten Wert aktuell. Ja, ist natürlich jetzt nach einem Tag nicht so. Aber auch das nächste Game, ne? Ja, gut. Aber es ist ja der Durchschnitt trotzdem pro. Ja, aber als ADC kriegst du dann im späteren Spielverlauf mehr Farm, mit dich reingefandelt und so. Also. Was ihr bei beide gestern gesagt habt, dass ihr beide Teams, und du hast ja eben schon mal erwähnt, beide Teams in der unteren Hälfte der Tabelle ansiedeln würdet. Was sind die ausschlaggebenden Gründe? Also vielleicht jetzt erstmal nur für XL. Für XL ist es halt einfach, die Midlane ist halt, brauchen wir nicht drum herum reden, mit XL quasi schwach besetzt. Ich immer XL, ist halt super schwierig, halt immer beides zu kombinieren. Aber ja, XL mit XL ist da auf jeden Fall nicht ganz so stark aufgesetzt. Auf der anderen Seite Zenkax, ihm wird auch nicht unbedingt nachgesagt, dass die letzten Splits seine hervorragendsten waren. Also auch da ist man nicht ganz so stark aufgestellt. Botlane-mäßig hatte ich auch das Gefühl, dass Jeskla gestern, also er hat ein schwieriges Setup gehabt, gerade wenn die Tanks als ADC im Gesicht rumhängen, aber er hat halt mit Kaiser eigentlich einen guten Champion dafür gehabt und ich hatte auch das Gefühl, dass er an vielen Stellen halt nicht den Schaden und das Potenzial durchgebracht hat, das er hätte bringen können. Hätte wahrscheinlich nicht viel geändert in dem Game, das sei mal dahingestellt, aber ich denke, da war auf jeden Fall noch gut Luft nach oben hin. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt beide Teams betrachten, muss ich auch sagen, dass ich bei Rogue mit Kikis den wahrscheinlich erfahreneren Jungler sehe, der halt. Wir können Rogue auch nebenbei mal zeigen, genau, da sehen wir es schon. Da haben wir nämlich das Line-Up und ja, jetzt darfst du gerne weiter gegenüberstellen. Genau, also ich sehe da Kikis einfach als Punkt. Also er ist ja schon Ewigkeiten dabei, gefühlt 2 Jahrzehnte. In der LCS hat jedes Team mitgenommen, das er mitnehmen konnte und hat sich dadurch natürlich auch sehr breit aufstellen können in seinem Knowledge. Ich denke, mittlerweile kann er auch, was das angeht, mit Spielern
erstens leichter anwenden, dass er halt sich in Teams sehr, sehr gut integrieren kann und zum anderen halt auch andere Teams vielleicht gut liest in der Synergie, dass er halt weiß, so, worum dreht sich das Spiel, und das ist ja für den Jungler wichtig, dass der halt das Gesamte liest, dass er halt nicht nur weiß, so, wie muss ich auf meiner Lane sein, so, was mache ich, wenn der Jungler vorbeikommt, sondern er ist der Jungler und er muss wissen, was passiert überall, zu welchem Zeitpunkt, wie liegt das Perfing meines Gegners, wie kann ich mein Perfing anpassen und so weiter. Also Jungle ist ja, was das angeht, eine urste Erfahrungs- und Knowledge-Position. Tolkien, was sagst du zu der Botlane? Wir haben jetzt Hikyu und Vardit. Vardit kommt von G2. Hikyu vor 2 Jahren das erste Mal in der LCS gewesen und nie so wirklich erfolgreich mit einem Team sein können. Aber man hat eigentlich immer gesagt, ein Spieler mit einem sehr, sehr großen Potenzial. Definitiv. Also Hikyu war immer so einer der ADCs, die, denen so der letzte Schritt gefehlt hat. Also Upset hat er relativ schnell gefunden, als er neu dazukam. Und Hikyu war so, er hatte einige gute Games. Gerade das Kalista-Game gegen Fnatic, was so 60 Minuten ging, das war wirklich, wirklich stark von ihm. Und er hat mit Vardit bereits zusammengespielt, was so die ganze Botlane angeht. Bereits bei Rocket auch schon in der Vergangenheit. Und er ist jetzt nicht so unglaublich aus dem Mittelfeld hervorgestochen, aber er ist definitiv auch keiner der schlechteren ADCs. Und Jeskler kommt halt von Movistar Riders und muss sich erstmal noch beweisen. Und in der Hinsicht würde ich schon sagen, dass die Botlane mit Hikyu und Vardit, einem anderen Halbfinalisten, also da nicht schlecht aussieht. Ja, würde ich so unterschreiben. Also Vergleich. Die Erfahrung ist halt da und muss ja auch immer, also dieser Schritt von einer regionalen Szene in eine überregionale, also in dem Fall die europäische Szene, ist halt doch noch ein Unterschied, ne? Weil halt die Meta ändert sich erstens, der Playstyle ändert sich auch so ein bisschen. Natürlich weißt du halt, dass, also ich glaube auch diese Psyche spielt da mit rein, dass du halt automatisch weißt, so, der Gegner, gegen den du spielst, der ist halt schon erfahren, der weiß, wie das hier läuft, der weiß, wie das abgeht und ist halt ein bisschen routinierter. Und da muss man sich natürlich auch erstmal so ein bisschen einleben. Aber das ist halt auch wieder was, das haben wir vorhin ja schon angesprochen, das werden wir jetzt halt im Laufe der Season auch begutachten können. Wir haben ja sau viele neue Spieler mit dabei, ne? Ja. Also aus anderen Regionen zum einen, aber auch super viele Rookies, ne? Wenn man noch bei der spanischen Szene, ist. Ja, was wunderbar ist, ist super geil. So, und aus der spanischen Szene sind ja wirklich sehr, sehr viele gekommen. der muss jetzt sein, ne? Alla. Nee, aber da wird sich auch dann erst zeigen, welche Rookies halt diesen nächsten Schritt, den großen Schritt schaffen, wenn halt die ersten Wochen erstmal um sind und nicht halt innerhalb der ersten paar Partien. Genau, und da hatten wir zum Beispiel gerade eben Abedage gegen Caps und das ist wirklich ein Matchup, was unglaublich hart ist für so einen neuen Rookie. Und ich denke, dass Jessler so als ADC, der jetzt neu dazukommt, gegen so einen anderen ADC aus dem Mittelfeld, da nochmal eher Chancen hat, sich zu beweisen gegen einen bereits etablierten LCS-Spieler und da hoffentlich auch was zeigen kann auf der Botlane. Und das ist natürlich auch Hikyu zu wünschen, dass er zeigen kann, hey, ich spiele jetzt schon 2 Jahre LCS oder LEC mittlerweile und ich kann mich klar absetzen und das wollen sie halt hier beweisen. Ja. Ja, und die Rockets war gestern auch nicht siegreich gegen die Misfits. Das war eine ziemliche Zerstörung, möchte man schon fast sagen. Draven auf Hans Sammer war ziemlich dominant. Was ist jetzt so euer Fazit? Kann man da überhaupt irgendwas draus ziehen? Wie werden sie jetzt heute gegen Excel antreten? Ich finde, bei so einem Game, wenn du halt von einer speziellen Position so weggestompt würdest, ist es halt immer schwierig, das auszuwerten. Weil du halt nicht weißt, was wäre passiert, wenn der eben nicht auf der einen Stelle eskaliert wäre. Dann wäre das Spiel halt komplett anders gelaufen. Du hattest halt komplett anders den Fehler, beziehungsweise auch deine guten Plays legen können. Deshalb ist es halt so ein Game, glaube ich, für sie auch technisch gesehen halt anders zu verwerten. Natürlich kann man sich denken, okay, Hanshammer, dem drückst du vielleicht nicht Draven in die Hand oder da nimmst du vielleicht ein bisschen Abstand und bannst ihn das nächste Mal, aber das wird ja in dem Game jetzt zum Beispiel kein ausschlaggebender Punkt sein. Und gestern war es so wirklich so, dass sie bereits in der 2. Minute, also da ist wirklich Mist jetzt auch mit dem Gameplan rangegangen, den Sinn sofort geschattert haben, damit Draven das komplette Early-Game quasi auf einem Silbertablett serviert und ja. Dann war wirklich aus dem Game, kann man ein bisschen was mitnehmen und zwar hauptsächlich, dass Misfits genau sich vorbereitet hat und weiß, was sie tun und dass Rogue überwältigt wurde und dann war das Spiel nach 5 Minuten eigentlich wirklich gegessen. Ja, egal wie oft heute jetzt noch geremaked wird, es wird auf jeden Fall ein Sieger zwischen diesen beiden Teams geben. Oh, Kalle. Excel oder Rogue, welches Team ist jetzt hier aus eurer Sicht vielleicht trotzdem besser aufgestellt? Ich will ganz ehrlich sagen, ich meine, Excel hat einige erfahrene Spieler dabei, also Excel, ne, genauso schlimm wie Excel fast. Aber trotzdem ist Rogue eigentlich so das Team, was ich mehr Chancen zurechnen würde. Nicht nur aufgrund von Kickers, sondern auch, weil die Spieler tatsächlich schon länger zusammenspielen und auch einfach ein Team sind, was etabliertere Spieler hat. Aber natürlich wird auch vieles von der Draft abhängen und dementsprechend ist dann noch einiges in der Luft. Ja, ich kann mir sogar tatsächlich vorstellen, dass der Draft so aussehen wird, dass bei solchen Teams, die halt vielleicht noch nicht so zusammengeschweißt sind, halt gerade lane-starke Picks halt wirklich wichtig sind. Dass du halt genau weißt, du hast die Winning Lanes auf deiner Seite und kannst halt mit diesem Lead ins Game starten. Das gibt dir halt das nötige Selbstbewusstsein, es gibt dir halt die Confidence, um dann halt auch um die Objekte zu spielen oder vielleicht das Game halt so hart zu snowballen, dass du einen schnellen Sieg ergattern kannst. Was wir eben schon angesprochen haben und was natürlich auch ausschlaggebend sein könnte, ist, dass die neuen Spieler jetzt in der LEC oder beziehungsweise die ganzen Teams, die ja mehr oder weniger fast zusammengewürfelt manchmal aussehen, natürlich Schwierigkeiten haben, eine gewisse Synergie zu schaffen. Wie sich das durchsetzen wird, werden wir natürlich gleich in Erfahrung bringen, beziehungsweise auch im Laufe des Splits werden wir natürlich sehen, welches Team am besten damit klarkommt. Da werden wir aber gleich natürlich erstmal auf die Pick-and-Bun-Phase eingehen, die jetzt in wenigen Sekunden eingeläutet wird. Und ich bin sehr gespannt. Wir sehen Rogue auf Rot und Excel auf Blau. Das ist auch sehr schön hinterlegt hier in der Grafik, muss ich sagen. Es ist halt für Dumme, ne? Also für mich. Sehr schön. Perfekte Zielgruppe. Ja.
Danke. Gut. Ja, aber tatsächlich habt ihr das Gefühl, dass es schwierig ist, gerade wenn man so ein Spieler wie HQ ist, der ständig das Team wechselt, wo man dann ständig sich an neue Gesichter gewinnen muss? Also man muss wirklich sagen, dass im europäischen Level gibt es viele Spieler, die wirklich sehr, sehr aktiv Solo-Queue spielen und auch bei diversen Teams waren. Und es ist ja auch so, dass LCS-Teams in der Vergangenheit, mittlerweile LEC-Teams, viele der nationalen Ligen-Teams auch gescrimmt haben, gerade wenn sie im unteren Bereich waren, was LCS, LEC anging. Mhm. Das heißt, man kennt einige Spieler doch noch irgendwie aus dem Team und dem Team, aber der Unterschied zwischen, also was reine Professionalität angeht, zwischen den nationalen Ligen und LEC ist halt nochmal brachial, also riesig. Das ist kein Vergleich und das ist auf jeden Fall nicht immer einfach, sich an neue Spiele anzupassen. Und ich glaube, gerade wenn du von HQ sprichst, das ist für ihn sehr, sehr angenehm, dass er wirklich jemanden hat wie Kickers, der schon Toplane bei G2 gespielt hat, Jungle bei Unicorns of Love und nochmal die Position gewechselt hat und überall war, der hat auch eine Menge Erfahrung mitbringt, Leute kennt und dann einfach das Team auch ein bisschen zusammenfinden lassen kann. Ja, und wenn wir sehen, dass Irelia gebannt ist, dann wissen wir sind in der Pick-and-Ban-Phase des nächsten Spiels. XL gegen Rogue, jetzt hier am zweiten Tag der ersten Woche des LEC-Splits im Frühling 2019. Ja, bisher nichts so Überraschendes. Der nächste Bann, der obliegt ja nochmal XL. Sie werden sich sicherlich dafür entscheiden, nicht den Urgot zu bannen, damit sie halt da den letzten Bann nochmal safe forcen können auf der anderen Seite, weil jetzt muss der Urgot bannen kommen, ansonsten liegt der First Pick da bei der XL. Genau, und dann haben wir haben jetzt Felucian gebannt gesehen. Eis hat heute schon gesagt, der Champion hat eigentlich nicht so überzeugen können, eigentlich am gestrigen Tage. Vielleicht sieht das hier XL anders und Jessler ist auf jeden Fall ein Verfechter dieses Champions. CQ ebenso. Ist ja eigentlich ein relativ logischer First Pick. Fnatic hat es zweimal vorgemacht. Vielleicht wird XL sich diesem Beispiel anschließen. Ansonsten, ja, also überrascht halt wirklich wenig. Also die Draft wirklich für die ersten paar Picks ist sehr, sehr predictable. Aber was wir dadurch haben, ist die Dynamik, dass dadurch, dass es so viele Flex-Picks und Prior-Picks gibt, dass der Jungle-Pick sehr, sehr zurückrückt und wir halt auch wirklich interessante Jungle-Matchups teilweise sehen. Also wir haben jetzt Karthus gesehen, wir haben jetzt Ein Lee Sin und so weiter. Also da sind nochmal ein paar Champions Kane? Dabei. Kane wäre nochmal irgendwie möglich, aber da braucht man halt wirklich starke Lanes für, damit der Champion funktionieren kann. Ich denke, für die Situation wäre ein Galio auf jeden Fall gut geeignet als Antwort. Ezreal, um halt zumindest als AD-Carry eine gute Antwort zu haben. Und sie entscheiden sich tatsächlich für den Xin erstmal als Lane-Dominanten, vor allen Dingen Early-Game-Jungler. Also wir haben jetzt gestern ein paar Games gesehen, wo man wirklich gesehen hat, Xin Level 2, Level 3, ja. Da gibt er schon Feuer und kann die Lanes halt hart pressuren. Schließe mich übrigens deiner Meinung an. Ich finde den Lucian-Pick sehr, sehr gut. Das erfüllt so ein bisschen die Kondition, die ich auch gerne sehen wollte. Lane-starke Kompositionen, die wir auf beiden Seiten sehen, um halt schnell Gas zu geben. Kha'Zix wird kurz gehabert. Sie haben auch Galio schon gehabert. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es hier auch Richtung Kha'Zix-Galio sogar auf beide hinausläuft. Braum wäre auch noch eine Möglichkeit tatsächlich, aber Galio wird es tatsächlich dann am Ende. Jetzt der letzte Pick in der ersten Rotation für Rogue. Also man sieht einfach ganz klar, dass XL einfach eine sehr, sehr klare Teamkomposition bevorzugt, die halt leicht, also die, wo man klar ist, wie man spielen möchte. Ne? Also der Assassin, der irgendwie in die Backline kommt, Galio, der reinultet, Lucian der hin und her, der schon hoffentlich auch eine starke Landing Phase hatte, er hätte es, Pearl Plate Gold hat und so weiter, um den Gegner zuzusetzen. Und auf Seiten XL antwortet man einfach mit dem stärksten Early Game Jungler, den wir momentan haben, einfach weil er am besten Hell of Blades benutzt und dann davor schon ein starker Early Game Jungler war. Und dann natürlich noch Lissandra dazu, der zweite Aftershock-Midlaner, verwundert wenig. Wer auch immer LCK bzw. auch den gestrigen Tag geguckt hat, ist sich dessen bewusst, dass diese Aftershock-Midlaner, gerade Galio und Lissandra, einfach unglaublich stark sind. Wo ich sagen muss, also Lissandra in Galio rein gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Also du wirst halt, was die Pressure im Early angeht, ein paar Probleme bekommen. Galio wird halt viel Freiraum bekommen, um halt Plays auf der Map zu machen. Und du hast als Lissandra halt wirklich so gut wie keine Kill-Pressure auf Galio. Du hast halt den Vorteil, du hast den stärkeren Jungler im Early Game und wenn du dann selbst als erstes roam kannst, dann muss Galio dich beantworten. Und ein Jungler kann dir auch viel Kill-Pressure geben, weil Galio traditionell nicht Clans geht. Also ist halt, du hast auf jeden Fall recht, das 1v1 ist auf jeden Fall nicht so nice für Lissandra. Aber mit dem stärkeren Jungler kann sie da durchaus was machen. Ja, jetzt die letzten Bans natürlich immer draußen. Zwei Support-Bans sehen wir bisher. Ist sogar interessant, dass XL halt Braum selber bannen. Naja, weil sie nicht den First Pick haben. Ja, sie haben halt nicht den First Pick, ne? Und SVL, also, da geht halt auch gut mit ihm. Genau. Dementsprechend muss ich durch eine neue Verbindung suchen, aber er ist ja auch, was das angeht, sehr autark. Das, seine Passive ist natürlich mit Braum zusammen mega geil, ja. Weil die Passive von Braum innerhalb von Millisekunden vollstacken kannst und damit den Stun durchbekommst. Aber auch alleine die Schadenspräsenz von Lucian ist halt vollkommen okay. Da kann er schon eigentlich angesprochen, auch wenn er gegen Lucian gepickt wird, dann ist er natürlich sehr, sehr blöd, wenn das ganze Culling geblockt wird von Unbreakable, beziehungsweise die ganzen Autotakes und Lucian hat auch weit schwerer, sich da zu positionieren. Das haben wir gestern wunderschön gesehen, als Rakdos diesen Champion gespielt hat und mehrmals von Dreamspawn rausgenommen wurde mit der ultimativen Fähigkeit, mit dem Shield, also ist wirklich ein guter Champion, auch gegen Lucian, natürlich auch mit Lucian. Jetzt erwarten wir wirklich einfach, dass er der Lissandra Flex-Pick aufrechterhalten wird bis zur letzten Rotation. Ne? Könnte aber noch Top sein, könnte Mid sein. Dementsprechend wird der Top-Laner bzw. der Mid-Laner gelastpickt und erstmal ein sehr, sehr sicherer Champion mit Tahm Kench ausgewählt. Als Kassing mit Zillion. gerade Surprise. Wer hat's gedacht, also er hovert ihn auf jeden Fall, aber er würde hier auch Sinn ergeben tatsächlich. Einfach weil er gut ist gegen diese Medi-Supports, die er einfach sehr, sehr leicht kiten kann, gegen die er eine leichte Landing-Fest hat. Und dann ist er natürlich im Midgame sehr, sehr strong mit seiner ultimativen Fähigkeit, einem der tankigen Champions oder auch Kha'Zix ein zweites Leben zu verleihen. Ja,
Also gerade für Kha'Zix ist es cool, auf einer Seite halt für Lissandra, die versucht halt ein gerichtetes Ziel halt zu shutdown, ist halt auch die Zillion Ultimate sehr, sehr gut und es wird auch die Zillion. Also er ist der Signature-Pick Kha'Zix, ja, definitiv. Und er passt hier halt einfach rein. Und das ist halt in der aktuellen Meta gar nicht so wahrscheinlich, dass du den Zillion so gut durchbekommst. Aber hier ist es halt wirklich ein Pick, wo ich sage, der ist okay. Finde ich auch absolut nachvollziehbar. Wir gehen jetzt bis jetzt nur einen wirklich hart Engage mit Lissandra und wenn du dem halt entgegenwirken kannst, indem du einfach rechts klickst und rettest, dann ist es, oh bitte Vladimir, ich will ihn seit gestern die ganze Zeit sehen. Ja gut, gegen seinen hast du halt als Vladimir oh, Free Merch. Nee, das ist mega nice, ja. Aber es wird wahrscheinlich, wird es Midlane Vladimir? Also, nee, ist Top-Lane Vladimir. Ja, Lissandra ist auch besser in der Midlane eigentlich, das stimmt schon. Aber ich bin ein riesiger Fan dieses Champions. Wir haben es gesehen, auf Karthus, auf den Midlanern, auf Cannon, Double-Pen-Build, du flashst irgendwie rein, du one-shottest Leute und gerade gegen Squishies, ne, da muss der Sinn vielleicht sogar sich selbst ulten, wenn auf einmal Vladimir flankt und dann kann er niemanden mehr retten. Also ein Champion, den wir in Korea einmal schon, ich glaube schon zweimal gesehen haben und jetzt auch endlich hier und in der Solo-Queue zerstört er aktuell die Heile und das ist sehr, sehr strong. Wer holt den Punkt? Bitte, ich zuerst? Okay, ich bin für Rogue, also auch der Vladimir gefällt mir hier sehr gut. Der Sign-Pick war so ein bisschen fragwürdig, wenn du ihn blind noch mit reinsetzt. Der lässt dem Vladimir viel Freiraum. Und Vladimir, wenn der halt Lucian und Kha'Zix später eine Kombo reinbekommt, da wird auch Zillion nichts mehr dran ändern, dass der halt einfach über die Kombo wieder rüberfährt. Ich finde, Rogue hat allgemein so viel Schaden und Catch-Potenzial mit drin. Plus Early-Game-Domination, dass sie auf jeden Fall das Game auf ihre Seite ziehen werden. Also ich mag Vladimir sehr, aber die Team-Comp von XL gefällt mir im Endeffekt dennoch besser. Sie haben einfach ein Double-Frontline, starke Landing-Phase, dominante Picks und da muss wirklich Rogue gut ins Game kommen mit Sinsau, um viel machen zu können und es ist einfach leichter für Excel das Game zu spielen. Ja, vielen Dank für eure Einschätzung. Da gibt es den Handshake und somit startet die zweite Partie des zweiten Tages der LEC. Ich freue mich auf unsere Kommentatoren. Das sind Bart mit Bart und Sola. Viel Spaß. Danke, Kalle. Na, wir beide konnten uns auch so ein paar Gedanken über die Teams machen und ich muss sagen, ich sehe die Kombo von Excel tatsächlich auch ein bisschen weiter vorne. Der neue Galio oder der leicht geänderte Galio ist auf jeden Fall sehr stark. Die Damage-Spitzen, zu denen er imstande ist, sind wirklich, wirklich gut. Er hat auf der Ult jetzt nicht mehr diese Schadensreduktion oder diesen, diese Resistenz, diesen Schild, den er Kha'Zix geben könnte. Trotzdem ist er in der Combo aber immer noch sehr, sehr stark, weil wenn so ein Kha'Zix im Gegnerteam drinsteht und versucht, die zu flankieren, dann dieser Radius von Galio dazu kommt, dann kannst du den Kha'Zix nicht versuchen rauszunehmen. Schon so ein bisschen, ne? Er fällt schnell, ist immer noch ein squishy Kha'Zix, aber man muss sich aus diesem Gebiet zurückziehen, eben weil Galio da inzwischen so stark ist und insgesamt finde ich die Combo auch ein bisschen besser von der Harmonie miteinander. Ist jetzt ein bisschen komisch ausgedrückt, ne, aber ich sehe da durchaus mehr Potenzial als auf der anderen Seite, auch wenn Vladimir dir wahrscheinlich ein großes Dorn im Auge sein wird. Ja, Vladimir ist ein toller Champion, das muss man wirklich sagen. Ich denke, es hängt tatsächlich auch sehr, sehr viel davon ab, wie gut dieser Champion ins Spiel kommen wird, weil Vladimir, wenn der Early Ahead kommt, kann das Spiel wirklich komplett übernehmen und Tolkien hat es angesprochen, wenn du auf die Double Penetration kommst, frühes Magi's hast, dann noch weiter Snowballs. Ist einfach nicht aufzuhalten und der Point-and-Click-CC, generell der CC bei Exile ist zwar da, aber doch irgendwie ein Stück weit begrenzt. Also sie haben jetzt nichts, womit sie so einen Vladimir direkt stoppen können, sage ich mal. Man muss wirklich sagen, dieses Dive-Potenzial von Rogue ist gigantisch mit Lissandra, mit Xin, mit Vladimir, während auf der anderen Seite Ezreal und Tahm sehr, sehr sicher sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ausnahmsweise mal ein Spiel wird, wo man hier vielleicht nicht nur rund um die Botlane spielt. Na, gerade Rogue könnte ich mir vorstellen, dass sie Ezreal und Tahm da eher so ein bisschen entspannen, ein bisschen farmen lassen und man guckt, dass man den Vladimir irgendwie gegen den Sion hochbekommt, weil Sion ist tanky, ja, auf jeden Fall, aber der braucht, denke ich, doch die ein oder andere Minute, um mal ein bisschen an seine Items zu kommen, bevor er da so ein Gang von Xin nicht mehr, bevor der nicht mehr gefährlich wird. Und Cedril auch jemand, der mir gestern nicht gut gefallen hat, muss ich sagen. Kha'Zix immer ein Champion, haben wir eben schon gesehen, wenn der Early nicht erhält kommt, dann wird er schnell irrelevant. Ja. Bei Xin ist es ähnlich, bei Kha'Zix finde ich es fast noch ein Stück weit schlimmer, gerade weil er hier kein attraktives Ziel hat. Ja, Ezreal ist auch eines der unattraktivsten Ziele für den Assassin von AD Carry, sage ich mal. Gerade mit seinem Kench. Genau, das ist der Punkt. Also Cedril muss hier wirklich gut ins Early Game reinstarten, sonst kann ich mir vorstellen, dass es für ihn wieder ein sehr, sehr hartes Game wird. Auf der anderen Seite, was Tolkien auch schon angesprochen hatte, Lucian ist ein starker Champion, das kann man einfach nicht verneinen. Aber ich sehe so viele Spiele, meine eigenen eingeschlossen, in denen er einfach nichts macht. Reckless gestern auch. Non-existent, in zwei Games ja quasi sogar. Hoffen wir mal, dass es für Jeskla hier anders wird. Er hat auf jeden Fall einen Zillion an seiner Seite, damit doch schon ein bisschen Schadenspotenzial, was man hier auf der Botlane anbringen kann. Ich finde Zillion eigentlich mit einem richtigen Hypercarry besser, weil Lucian hat natürlich auch nicht das beste Scaling, aber trotzdem hat er genügend Möglichkeiten, halt seinen Carry am Leben zu halten. Gerade im Midgame, das wurde eben auch in der Analyse-Ecke schon angesprochen, hat man da halt wirklich gute Chancen mit dieser Team-Kombo. Und genauso sehe ich die Team-Kombo von Excel tatsächlich. Wenn sie im Midgame nach vorne kommen können, na, und da wirklich ihre Power-Spikes ausnutzen, dann
denke ich, haben sie gute Möglichkeiten, das Spiel auch zu gewinnen. Wenn das Game hier wieder ein 40-Minuten-Game oder so wird und du hast einen Vladimir, der seine 4 Items hat, ja, dann brauchen wir nicht mehr diskutieren, dann nimmt er die Leute alle auseinander, weil dann kann Zillion auch seiner Aufgabe nicht mehr nachkommen, den Carry zu ulten, sondern muss er im Normalfall sich selbst ulten, um am Leben zu bleiben. Ich denke auch, dass es hier im späteren Spielverlauf große, große Vorteile für Rogue, was den Teamcom angeht, gibt. Definitiv auch ein Airs will outskaten, Lucian mit diesem neuen, neu ist er ja nicht mehr, mit dem Double-Trainer-Item wird definitiv. Ja. Ansonsten sehen wir hier entspannter Start, jetzt schon ein Camp mehr für Kikis an der Stelle. Der hat gestern auch schon sein Xinjiao ausgepackt, konnte da leider nicht überzeugen, ist quasi Level 2 direkt gecountert worden und dann erinnern wir uns, wie schnell das Game von Misfits schief ging. Nichtsdestotrotz, man sieht's, pressure-technisch, Toplane ist am Pushen, Midlane ist am Pushen, Botlane ist am Pushen. Das macht es Xinjiao natürlich einfacher, auch mal in den Jungle reinzugehen und genau das versucht er jetzt hier. Wird von der Pflanze gespottet, Cedril muss sich wahrscheinlich zurückziehen. Ich wüsste gar nicht genau, wer dieses 1 gegen 1 aktuell gewinnt. Ich denke, es ist tatsächlich relativ close. Ja. Aber ja, schwierig. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich wegen dem CC dem Xin so ein bisschen den Vorteil geben. Es kommt, glaube ich, so ein bisschen darauf an, wer zuerst attackt. Aber beide ziehen sich hier zurück. Trotzdem 2 Camps mehr für Kikis. Das ist schon ein massiver Vorteil im Early Game für Jungle. Kikis ist natürlich auch ein sehr starker Jungler, wie wir in dem letzten Split erlebt haben. Er hat zwar auch die ein oder andere, ja sagen wir mal, schlechtere Phase gehabt, wo er ein bisschen zu übermütig wurde, aber im Endeffekt war er halt ein wichtiger Punkt für sein damaliges Team, um halt eben im Early Game relevant zu bleiben und das kann er hier mit Xin auf jeden Fall auch wieder bewerkstelligen. Gucken wir mal, wie das am Ende ausgespielt wird. In der Midlane haben wir Lissandra gegen Galio. Es sollte eigentlich kein Killpotenzial im 1 gegen 1 stattfinden, auch wenn Galio eine Menge Schaden inzwischen besitzt. Aber Lissandra ist da häufig in der Lage, entweder rauszukommen oder ab Level 6 sich halt selbst zu schützen. Mir macht es halt bei XL wirklich nur Sorgen, dass keine Lane-Push-Pressure hat. Da ist aktuell noch nicht so viel passiert. Die Krabbe wurde halt contestet, aber das kann sehr schnell sehr böse enden, wenn alle Lanes reingepusht werden. Zumal man ja bedenken muss, Lucian auch wieder ein Champion, der will ja eigentlich schon Early-Pressure haben. Gegen Ezreal kommt sehr, sehr stark darauf an, wie die Spikes aussehen. Also auf einem Item kann dann Lucian im Ezreal sehr gefährlich werden. Generell ist das 1 gegen 1 Matchup, Lucian gegen Ezreal unangenehm für Ezreal. Aber das wird hier nie dazu kommen. Und durch das Teleport kann HeQ, man sieht es gerade, seine Backport-Timings genau so gestalten, wie er es haben möchte. Jetzt hier der Invade und Cedric muss sich zurückziehen. Er hat keine Pressure auf den Lane, wird jetzt hier auch angegangen. Oh, da geht er nochmal den Push. Kikis mit dem direkt aggressiven Versuch, hier den First Blood Kill zu kriegen. Aber keine Möglichkeit. Wartet wäre da gewesen. Auf der anderen Seite ist Galio aber deutlich schneller und auch Kha'Zix war auf dem Weg. Insofern war es gut, dass man sich zurückgezogen hat. Hat keinen Flash von Kha'Zix bekommen, aber trotzdem schon mal der erste dominantere Fight hier von Rogue. Ja, absolut. Und dieses Jungle-Matcher wird nicht unbedingt angenehmer, gerade mit den Lanes, wie schon erwähnt. Bald hat Galio Level 6 erreicht, dann kann er da vielleicht ein bisschen zur Hilfe kommen, ist aber jetzt schon 10 CS behind. Hat da auch nicht so viel Spaß auf der Lane, muss halt unterm Turret lasten, da verliert halt Galio immer mal wieder ein paar CS. Währenddessen fängt Ezreal hier schon fleißig an, seine Trine zu stacken. Toplane kommt auch Teleport raus. Cooler Reduction wurde sich hier geschnappt, noch mehr Sustain, noch mehr Push. Auch da der Farmvorteil bereits auf der Seite von Vladimir. Also, entspanntes Early Game für Rogue. Müssen sich hier nicht aus dem Fenster lehnen, müssen keine Risiken eingehen. Wenn die Lanes jetzt in die nächsten 10 Minuten genauso weiterlaufen, wäre das optimal für sie. Ja, auf jeden Fall. Auf der Botlane hat man auch extra Minion-Dematerialisierer dabei, sodass Vardin auf Abstand bleiben kann und trotzdem Vasallen scheren kann. Und das auf eine sehr sichere Art und Weise. Hingegen muss man als Melee-Supporter auf jeden Fall aufpassen, dass man da nicht einfach gestunt wird. Die doppelten Bomben tun am Anfang noch ziemlich weh. Und auf der Top-Lane, da sehen wir schon, Prophet kommt gut klar. Auch wenn der Base-Schaden von Zion auf jeden Fall nicht schlecht ist und auch sein Wave-Kill stark ist, hat hier Vladimir eindeutig das bessere Scaling. Ja, gerade weil er halt komplett manalos ist und so guten Sustain hat. Ihm interessiert es nicht, dass Sein ihn ab und zu mal mit einem Q oder mit einem E trifft. Reckt sich da immer wieder hoch. Expect jetzt Level 6 erreicht. Holt sich hier die Plant, wird aber sofort vom Jungler angegangen. Senkungs rotiert zuerst, Vladimir kommt hinterher. Und der Fight ist quasi schon vorbei, bevor er angefangen hat, weil Expect so low ist. Jetzt kommt hier die Distanza. Geht nicht über die Wand. Die Ult von Expect hat man hier zumindest bekommen. Er wird also so nicht schnell wieder auf die Lane zurück können, denn er hat weder Ult noch Teleport. Exakt, dafür kann sich hier vielleicht Saddle noch ein bisschen CS leisten, wobei er dann wahrscheinlich gedive. Und jetzt hier Kikis weiß sofort, okay, Toplane ist gerade weg, also kann ich hier wieder fürs Camp gehen. Saddle wird schon wieder demoliert in diesem Matchup. Also das ist halt eine ziemlich große Jungle Difference, die allerdings nicht zuletzt auch an den Lanes liegt. Na, Cyan kann hier nicht aushelfen, muss sich also zurückziehen, der Kha'Zix, und
Auch Midlane fällt inzwischen das erste Plating. Man sieht es goldtechnisch. Toplane 400. Jungle ist tatsächlich relativ even. Hätte ich bei diesem CS-Unterschied mehr erwartet. Midlane aber auch 400 Gold vorne. Also hier und da mal so ein Kill an Vorteil. Support-technisch ist man auch schon 400 Gold vorne, dank des Relic Shields. Und dementsprechend summiert sich das zu einem 1000 Gold Deal von Rogue. Ist nicht die Welt, aber Excel auf jeden Fall mit einer Teamcomp, die eigentlich vom eigenen Druck leben sollte, und davon sieht man aktuell rein gar nichts. Ich finde die Synergie von den Champions, die sie haben, ineinander auch relativ begrenzt. Ich meine, klar, es ist nervig, wenn so ein Kha'Zix in dir steht, der eine Zillion ultert, ja. Kha'Zix kann als Delivery Tool für die Galio ultien, ja. Aber so eine richtig geile Synergy sehe ich da nicht bei der Comp von XL. Scaling ist keine Bombo-Combo. Scaling-technisch finde ich es auch nicht so super. Auf der Seite von Rogue sehe ich da die Comp deutlich effizienter. Die greift mehr in sich, finde ich. Weil mit dem Tarm kannst du dem Backline-Dive von Kha'Zix, von Galio ausweichen. Du hast zwar mit Vladimir, Lissandra schon harte Dive-Champions, die von der Seelen-Ulti so ein bisschen ausgecountert werden, aber wie du schon angesprochen hast, Vladimir, der greift ja nicht ein Ziel an. Im besten Fall greift er 5 an und Seelen hat keine 5 Ultimates. Ich finde die Combo nicht so schlecht von Excel. Na, auf jeden Fall ist halt ein Kha'Zix, der Seelenbombe, Seelen-Ult und Galio hat schon eine große Bedrohung. Das Problem ist hier einfach, dass auf der anderen Seite kaum Ziel da ist. Du kannst Lissandra nicht engagen, die ultet sich. Du kannst Vladimir nicht engagen, der geht in den Pool. Ezreal hat seinen Blink oder Tahm-Kench. Also der Tahm-Kench-Pick wird hier nochmal viel ausmachen. Insofern ist halt einfach von Rogue sehr viel Tempo aus der Combo von Excel rausgenommen worden. Das merkt man hier schon so ein kleines bisschen. Das wird später noch stärker werden wahrscheinlich. Saddle versucht jetzt hier den Drake zu starten. Den könnte man sogar bekommen. Botlane ist, würde ich sagen, die einzige Lane, wo auf jeden Fall Pressure da ist. Das sieht man auch an den CS-Zahlen. Toplane ist 15 CS auf der Seite von Rogue. Midlane auch, 20 sogar. Botlane ist der SW hier allerdings 15 hinten. Was aber okay ist, ja. Wir müssen hier diese Lane nicht super aggressiv spielen. Zillion wurde ja auch in den Tahm-Kench reingepickt als Counterpick. Funktioniert hier ganz gut. Dementsprechend sollte der Lucian gut aufgestellt sein, was sein Blade angeht. Sollte er bald fertig haben. Aber Ezreal kann das mit dem Teleport trotzdem ganz gut kompensieren. Geht hier auch wieder für den Iceborne-Item-Build. Der scheint sich hier competitive wirklich durch die Bank weg durchzusetzen. Für Solo-Q kann sich dieser Extra-Schaden durchaus lohnen, weil man halt selber so ein bisschen die Carry schön in die Hand nehmen muss. Aber ja, der wurde einfach mal in den Mund genommen von Tahm-Kench. Kurzsam befreit worden. Kikis lauert auf der Top-Lane. Ein Tower Dive bahnt sich da an, aber Expect hat seine Ultimate wieder ready. Hat halt auch eine gewisse Tankiness als Zion. Knockup kommt durch. Teleport wird eingesetzt und der sollte rechtzeitig durchkommen, sodass man hier Expect wahrscheinlich nochmal verteidigen kann. Die Himo-Plague von Prophet genügt hier nicht, um den Kill mitzunehmen. Ja. Der Trade aber trotzdem nicht verkehrt, würde ich sagen. Lissandra kommt jetzt auch nochmal dazu. Vielleicht kann sie sich hier nochmal den Saiyan schnappen. Wird allerdings zeittechnisch nicht mehr hinkommen. Exile jetzt allerdings alleine. Vielleicht engagiert man ihn jetzt. Der hat auch Flash zur Verfügung. CC hat man auf jeden Fall, der Taunt. Den muss man hier sidesteppen. Man versucht nochmal den Taunt. Der Pool nicht schlecht. Und damit das Hurstblatt für Rogue, die das gerade nochmal gut gemacht haben. Teleport unter anderem von Exile auch draußen. Ja. Was natürlich auch nochmal sehr angenehm für Senkak sein wird. Und wie angesprochen, man merkt, dass Rogue ignoriert die Botlane komplett und die wird dementsprechend auch ein Stück weit demoliert. Na, 20 CS, jetzt auch noch das dritte Turret-Plating weg. Dem Lucian jetzt hier richtig, richtig gut. Die Frage ist, kann der gegen Lissandra, Xinjiao, Vladimir in so einem Spiel den Unterschied machen? Weil die Toplane, man merkt es, die wird ganz schön rangenommen und auch der Galio, der hat das zwar gut gespielt hier an der Stelle, ja, mit dem Taunt nochmal ein bisschen Zeit rausgeholt, guten Damage gemacht, aber Rogue hat gut die Turret-Aggro gejuggelt, der Pool wurde auch gut eingesetzt. Da hatte er dann an der Stelle keine Chance. Insgesamt, dementsprechend Rogue ja auch knapp 1500 Gold vorne, aber wenn man sich hier nicht bald um die Botlane kümmert, dann ist der Turm demnächst Geschichte. Und Toplane, obwohl es gut läuft, hat sich Saiyan hier Turret-Plating schnappen können. Das hat sich Vladimir bisher noch nicht holen können. Weil der Push von Saiyan, das darf man nicht unterschätzen, der ist ja trotzdem extrem gut. Auf jeden Fall, eine seiner größten Stärken, die ihn auch früher schon zu einem sehr beliebten Pick gemacht haben. Hier sehen wir nochmal den Toplane-Dive-Versuch. Man macht es nicht schlecht, Expect hält hier lange durch, hat auch nochmal einen guten Flash, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Exile ist zur Stelle, um ihn zu schützen, um vor allem auch die Wave zu clearen. Und will dann eigentlich nur halten, na, eigentlich nur dafür sorgen, dass der Tower nicht zu weit gepusht wird und man das Plating nicht verliert. Aber mit Senkax, der hier einfach hinterher rotiert ist und seinem CC. War auch richtig stark gemacht von Senkax. Galio Flash quasi zum Turret, ist aber nicht ganz in der Taunt-Range, um Lissandra unter den Turret zu taunten. Dadurch, beziehungsweise durch einen kleinen Sidestep ist er dann noch out of range gegangen. Ich weiß nicht, ob Exile das erwartet hat, aber es war relativ obvious, weil die Lissandra natürlich auch misses an der Stelle. Hat er vielleicht ein bisschen falsch kalkuliert, war ja auch relativ knapp. Jetzt Toplane drei Leute, der Lane überfolgt, man will die Turret-Platings da oben nochmal abholen. Den ist aber zur Stelle. Weiter nach vorne zu bringen. Hat jetzt hier sein Blade schon fertig, der ist richtig, richtig stark dabei. Tahm-Kench wartet gerade, man sieht es auf der Minimap auf Ezreal, dass man eventuell ulten kann.
Frage ist jetzt, wie schnell man ist. Kann man hier vielleicht den Kha'Zix abfangen? Galio kommt hinterher und damit war es das für den Xing Zhao. Und diese Möglichkeiten hat man natürlich global gesehen. Zhengax hier versucht sich zu retten, geht nochmal hochgeheilt. Hier draußen, er wird durch Sehen sogar nochmal wiederbelebt. Schöner Knockup von X-Pack, der hier wartet nochmal verlangsamt. Oh, Galio Black ist drauf und da muss man sich jetzt erstmal zurückziehen. Stopwatch wird eingesetzt. Das ist ein Hin und Her. Prophet extrem low. Auch seine Stopwatch draußen. Expect mit dem Kill. Auf der anderen Seite holt sich Zhengax zumindest den Galio. Aber der Kampf scheint hier an Axel zu gehen, die mit einem 2 zu 1 aus dem gesamten Kampf hervortreten können. 3 zu 1 sogar. Axel im Zhao gerade wiederbelebt. Zhengax ist ja auch super low. Also, das hat XL ganz gut gespielt. Oh, na, Zhengax wird ja auch nochmal sterben. Er holt nochmal ein bisschen Zeit raus. Starkes Ding. Und da sieht man auch, wie diese Kha'Zix Galio kommt gegen den Xin Zhao funktioniert. Ja. Xin Zhao, der kommt halt nicht mehr raus. Die Ultimate ist eigentlich gut, um Damage zu denyen, aber gegen Galio nicht. Wenn der Kha'Zix in deinem Gesicht ist mit dem Galio hinterher, überlebst du das nicht als Xin Zhao. Hatte hier nicht sein Team zur Stelle. Er selber hat ja den Engage gesucht. Also er ist ja bewusst auf Kha'Zix hier raufgegangen, hat die Galio Ultimate und den Schaden von Kha'Zix, glaube ich, ein Stück weit komplett unterschätzt und dann hat der Teamfight eigentlich auch schon gar keinen Sinn mehr gemacht für Rogue. Zhengax wollte flanken, auf einmal ist derjenige, der vom Team isoliert ist, wird sofort gefokust. Sonyas, beziehungsweise die Zillion Ultimate wurde ja auch gut eingesetzt und ja, Hemoplague saß nicht schlecht. Der Taunt hier aber hat den Unterschied gemacht. HQ leider ein bisschen out of position, musste seinen E usen, um out of range von Galio zu kommen. Und ist dann komplett vom Cyan-Train überrannt worden. Hatte eigentlich eine gute Position, um so ein Teamfight zu carryen, aber wie gesagt, das Positioning nicht optimal und ihm haben auch einfach die Items gefehlt. Esville Ultimate war auch auf Cooldown. Xin Zhao war am Anfang direkt tot, also schlimmer hätte dieser Fight für Rogue eigentlich gar nicht laufen können. Richtig auch, dass hier der Kill am Ende nochmal an Kha'Zix ging. Dem möchte man natürlich so viel wie möglich zuschustern und der hat jetzt auch 3 Kills insgesamt. Er hat dadurch auch ein 600er Bounty, auch wenn man farmmäßig hinten liegt. Das ist eine gute Möglichkeit für Gator hier wieder ins Spiel zu finden. Sichtbarkeit, na, Prophet muss da in dem Pool, um nicht so viel Schaden zu bekommen. In der Pfütze ist er verwundbar danach, kriegt aber zumindest nochmal die Stacheln von Kha'Zix zu spüren. Auf der anderen Seite der Map in der Zeit aber der Herald. Und der ist ein wichtiger Punkt. Also, dass man den hier einfach ohne größere Probleme abgibt. Natürlich kriegt man den Botlane Tower, das ist schon mal ein guter Punkt. Infernal Drake wird wahrscheinlich auch abgegeben werden. Wundert mich, dass sie jetzt nicht den Herald top placen, weil sie haben halt gar keine Vision Bots. Sie wissen gar nicht, dass der da den Drake macht. Das könnte man aber durchaus antizipieren. Ja, Drake wird jetzt hier auch über die Wall gespawnt. Botlane-Turm kann damit verteidigt werden. Insgesamt also, würde ich sagen, akzeptabler Trade für Rogue. Aber dieser Infernal Drake ist enorm wichtig für Axel, den auch Rogues kommt zu denyen, ja. Dieser sowieso schon stark scalenden Comp. Das kann im Late Game durchaus den Unterschied machen. Mehr als ein Charge wird der Herald hier wahrscheinlich auch nicht durchbekommen. Die Leute von XL rotieren schon nach oben. Aber das hier ist wirklich ein Kopf an Kopf. Und Ice meint das ja auch an der Analyse-Ecke. Dieses Game wird so ein bisschen... Es wird so ein bisschen die Tabellensituation zwischen diesen beiden Teams zumindest die ersten paar Wochen klären. Weil das sind Teams, die, man sieht es auch, sehr nah beieinander sind. Und sich dementsprechend wahrscheinlich auch eine Nachbarposition auf der Tabelle teilen werden. Und sich da dann direkt im Vergleich den Sieg zu sichern in der Hinrunde, das kann schon sehr, sehr wertvoll sein. Natürlich auch im letzten Split mit Unicorns of Love gesehen, die da sehr lange ohne einen Win geblieben sind. Wobei ich glaube, dass hier tatsächlich die beiden Teams bessere Möglichkeiten haben. Wir haben da zumindest von dem, was wir bisher gesehen haben, das ist immer noch der zweite Spieltag, aber wir haben Teams gesehen, die sehr, sehr nah beieinander lagen. So, G2 ist ordentlich durchmarschiert, aber ich denke, bei Rogue, bei Excel, auch bei Splice Vitality könnte es da den ein oder anderen Überraschungssieg noch geben. SK hat gestern komplett überrascht, muss man sagen. Ja, das stimmt. Da haben wenige Leute mitgerechnet. Auf wen ich heute noch sehr gespannt bin, ist Misfits. Ja, weil die auf dem Papier natürlich sehr gut aussehen. Ja, es ist für mich auch schwer einzuschätzen, wie stark sie jetzt sind anhand dieses einen Spiels, weil das halt einfach nur die Hans-Sama-Show. Also da kann man halt sagen, was man will. Das ist nicht unbedingt aussagekräftig gewesen, das Game. Inzwischen sind wir in der 17. Minute. Gold ist immer noch sehr, sehr ausgeglichen. Hauchgrüner Vorteil für Excel gemeinsam mit dem Infernal Drake. Schöner Start. Ah, die CC-Chain da gut aufgebaut. Damit auch direkt der Tom Kench down. Slow nochmal auf VQ. Und den Midlane-Tower zu halten, wird jetzt immer schwerer werden. Vor allem, weil die Tower-Platings gefallen sind. Ja, vor allem schützen den Turm hier nicht mehr. Vor allem machen Lissandra und Vladimir hier keine Anstalten, Base zu gehen. Jetzt der Backport von Lissandra. Ja, man wird nach diesem Turm dann wahrscheinlich auch den Reset in Erwägung ziehen seit dem Sechsel, aber diesen Midlane-Turm zuerst zu bekommen, ist mit dieser Teamcomp enorm wichtig. Es macht es halt ein bisschen schwieriger für Lissandra Vladimir überhaupt irgendwo in Flankrichtung zu kommen. Vision-Kontrolle wird jetzt schwieriger zu holen und darauf ist XL auch so ein Stück weit angewiesen. Diese wirklich, wenn die 5 gegen 5 Teamfights so laufen, wie Rogue es möchte, gewinnt XL die nicht. Das ist safe so. Dementsprechend muss XL das Playing Field so ein bisschen in ihre Richtung
shiften, damit sie halt zum Beispiel early diesen K6 in den Xin reinballern können, damit die Galio Ulta durchkommt. Oder eben hier den Tam Kench catchen. Das passiert halt alles nur, weil die Vision nicht genug aufgebaut wurde. Wenn man da jetzt mal kurz auf die Minimap schaut, sieht alles leuchtet blau. Ja, die Vision von Rogue ist gerade sehr, sehr begrenzt und XL übernimmt hier gerade so ein kleines bisschen das Spiel. Wobei man natürlich gemerkt hat, auch gestern, das Early Game ist nicht das Problem von ihnen. Early Game sind sie sogar ziemlich stark gewesen, aber im Mid Game haben sie ganz, ganz große Probleme, wenn es darum geht, was machen wir? Makroplay. Das war da gestern das große Problem. Mal schauen, ob sie das heute besser hinkriegen. Ja, es reicht natürlich nicht nur, nach vorne zu kommen, sondern man muss die Spiele auch beenden. Klar. Und das... Sag mal, man hat gute Voraussetzungen. Also man hat zwei Drachen, man hat einen Turm mehr, man hat einen dezenten kleinen Goldvorsprung. Man hat eine Kombo, die Midgame ordentlich an Potenzial dazu gewinnen wird. Aber da muss noch einiges kommen. So, ich finde, für die Kombo, die Excel hat, sind sie beinahe wieder schon ein bisschen zu langsam. Gerade in Lucian, mit seinem 2-Item-Power-Spike, extrem stark. Danach ist er zwar immer noch gut, auch gerade im Verhältnis zu Ezreal, aber er ist halt kein Late-Game-Carry. Kein wunderbar skalierender Hyper-Carry. Glaubst du eigentlich, dass wir die jetzt häufiger sehen werden, nachdem so ein paar Änderungen Richtung Schild-Supporter wieder gekommen sind? Mal schauen, was der nächste Patch für uns bereitet, aber aktuell nicht. Also diese Woche, denke ich, wird das sich auf Kaiser beschränken. Dafür dauert es einfach zu lange, bis die relevant sind. Schön die Kralle jetzt hier gerade interrupted. Die Ult von Senkax nochmal eingesetzt. Der flasht hier sogar, um nicht direkt gestunt zu werden. Protobelt bringt ihn dann nochmal 2 Meter nach vorne und genau diese Distanz genügt, ja, um sich von den Gegnern zurückziehen zu können. Aber auch hier sieht man wieder, XL wagt ein 4-Mann-Play auf der Topside, was zwar von Rogue im 2 gegen 4 gut beantwortet wird, aber nirgendwo auf der Map hast du Pressure, um das Ganze zu punishen, was wieder an der fehlenden Vision liegt. Du kannst halt nicht proaktiv ein Cross-Map-Play machen, wenn du gar nicht weißt, dass die Gegner gleich zu 4 Topside sind. Das wird ihnen hier gerade böse zum Verhängnis. Jetzt hier der Engage, guter Damage. Boah, sehr guter Damage. Das ist ein neuer Galio. Ey, das war wirklich knapp, Profit. Holy moly. Aber er hat halt Ninja-Tabis, ne? Er hat sich halt auch für die Twin Shadows entschieden. Interessante Item-Build. Der ist aber definitiv nicht darauf ausgelegt, um gegen so einen Galio klarzukommen. Wobei, wenn du gegen einen Galio face-checkst, bist du sowieso im Eimer. Also wenn der seine gesamte Combo in dein Gesicht entladen kann, bevor du irgendwas machst, gewinnst du nicht. Und überlebst meistens auch nicht, wenn du nicht Vladimir heißt. Twin Shadow natürlich trotzdem ein sehr gutes Item, um halt eben besser flanken zu können. Wir haben früher häufig Protobelt gesehen, der wurde jetzt auch nochmal ausgebaut und links hat man das kleine Replay. Ah, das war wirklich knapp. Da wird man sich in Acht nehmen müssen, aber später wird das nicht mehr so aussehen. So, man hat jetzt 2 Items bei Prophet. Es ist nicht der komplette Pen-Build geworden, den sich Tolkien vorhin gewünscht hat. Aber ich muss sagen, Protobelt ist eigentlich auch zu gut, um es nicht zu kaufen. Du kannst jeden Stat beinahe doppelt verwerten. Leben und AD bringt ihm ja mehrfach was. Und Cooldown Reduction ist auch noch dabei. Du hast den zusätzlichen Dash, um besser an Ziele ranzukommen. Zusätzlichen Schadensspell. Ja, und das wird hier auch sowieso schwer, jemanden aktiv zu one-shotten. Das ist ja mal das Ziel von dem Double Penetration Build. Zum einen hast du den Seelen im Gegnerteam. Auf der anderen Seite siehst du auch schon zweimal die Merkurs. Galio ist sowieso dank des Magic Damage Shields auch ein bisschen schwierig zu one-shotten und da dann für einen etwas sustain-lastigeren Build zu gehen, der zumindest lange Teamfights ein bisschen befürwortet und einfach mehr aushältst auch, ist schon nicht so dumm. Man merkt trotzdem, dass die Pressure ganz klar auf der Seite von XL ist. Sie sind immer in der Lage, die Midwave zuerst reinzupushen, haben sich dadurch immer wieder die Vision sichern können. Die ist jetzt aktuell rund um den Nash gut aufgebaut worden von Rogue. Dafür auf der Botlane komplett non-existent und da versucht man jetzt gerade hier anzugehen. Schaden von Galio. Ah, der wird hier auch Prophet auf jeden Fall gefährlich. Trotzdem, gegen 2 Mann kann man hier nicht mehr Towerdiven. Zieht sich der lieber nochmal zurück. K6 muss da ein klein wenig aufpassen. Midlane Tower verliert man in der Zeit. Und so gehen die Trades Stück für Stück immer weiter an XL. Ja, das gefällt mir schon ganz gut, was sie hier zeigen. Der Goldunterschied ist trotzdem noch relativ mäßig. 2000 Gold ist hier nicht die Welt. Nash ist jetzt inzwischen auch gespawnt. Der nächste Drake wird ein Cloud Drake werden. 2 Items sind jetzt hier gerade links und rechts fertiggestellt. Morellus bei der Alessandra. Als nächstes wird dann wahrscheinlich langsam das Sonias kommen. Und auch bei Ezreal ist inzwischen die erste Träne vollgesteckt, die zweite folgt sofort. Na, ab dem dritten Item, sobald die zweite Träne vollgesteckt ist, würde ich sagen, fängt der Ezreal an stärker zu sein als der Lucian, der aktuell aber trotzdem hier einen guten Job macht, sehr viel pressured, sein Lead gut ausspielt und ja, als nächstes anscheinend auch auf den Essence Reaver zustellt, um diesen 3-Item-Power-Spike nochmal ein bisschen mehr hervorzuheben. Kein MR zu bauen ist mutig. Er verlässt sich hier sehr, sehr stark auf den Serien, was man auch machen kann auf jeden Fall und muss, weil du hast angesprochen, normalerweise willst du Serien quasi so ein bisschen mit Hyper-Carries eigentlich haben. Lucian ist nicht der Hyper-Carry schlechthin, dementsprechend muss der Item-Build aggressiver erfolgen und genau das tut er hier. Ich glaube, man sieht auch auf Seiten von XL so ein klein wenig, dass das Spiel halt noch dauern könnte. Und dann musst du halt dementsprechend Maßnahmen ergreifen.
das tut man hier einfach. Siljen hat sich entschieden, den unheiligen Gral zu kaufen, was für ihn eine ganz gute Variante ist, einfach um den Lucian nochmal zu heilen, noch länger am Leben zu halten. Denn abhängig von dem Schaden, den du an Gegnern anrichtest, kriegst du nochmal eine kleine Heilung. Und dadurch, dass man mit Ari spielt, kann man dem Teamkameraden, wenn man ihn verschnellert, einen kleinen Schild geben, der dann halt Athenes auslöst. Ja. Ist halt eine sehr, sehr gute Kombo und ich finde immer noch die beste Rune für Siljen. Einfach, weil Botlane, du auch ein bisschen Tedril hat ja wenig Vision. Ja, da wird auch überrascht von einem K6, den man nicht sehen konnte. Hier die Ultimate von Kalio. Man kann sich aus dem Radius nochmal zurückziehen. Jetzt der Taunt, sodass die Gegner ihn nicht wirklich engagen können. Nachdem der aber draußen ist, muss hier K6 gucken, dass er rauskommt. Während Exile am Ende derjenige ist, der das Leid davon trägt. Ja, in Form eines weiteren Todes. 033 steht er gut inzwischen, hat damit alle Kills von Rogue praktisch auf seiner Kappe. Ja, fairerweise hat er hier versucht, Tedril so ein bisschen den Poppes zu retten. Ist nicht ganz so gut aufgegangen. Gut mit der Tahm Kench Ultimate gearbeitet, das haben wir auch schon gestern gesehen, dass quasi so die Escape-Route vom Tahm Kench abgeschnitten wird. Nichtsdestotrotz, Kill gegen Turret zu traden ist absolut worth. Der Goldunterschied, der steigt nicht so wirklich an, das ist ein bisschen ärgerlich, aber du gewinnst trotzdem Map-Pressure mit diesen Turrets, mit denen musst du dann aber auch was machen, ja? Nur Pressure reicht nicht. Du musst diese Pressure auch in Lead verwandeln, indem du entweder den Gegner wieder die Vision klaust, so ein bisschen zu Fehlern zwingst. Hier sieht man das Ganze nochmal. Tedril geht rein. Ist hier mal ein bisschen alleine auf sich gestellt. Dann kommt die Galio-Ult und man ist ja auch so ein Stück weit greedy, ja? Man hätte wahrscheinlich auch versuchen können, nach unten rauszugehen. Will aber auf den Vladimir chasen. Der Flash und Prophet ist nicht unbedingt ganz so gut, aber dank der Tahm Kench war das dann sowieso eine Überzahlsituation. Lissandra ist auch mit dem TP noch dazugekommen. Cyan hat dann nicht ganz committed. Lucian und Seelen waren auch nicht da. Etwas unüberlegt, das Play von XL, was wie schon erwähnt, aber trotzdem dank des Turrets von Cyan da oben nicht ganz so schlecht ausgegangen ist. Der Baron jetzt natürlich ein wichtiger Faktor. Da wird die Sicht drumherum aufgebaut. Man versucht jetzt so langsam aber sicher zu dem Punkt zu kommen, dass man sich den eventuell holen kann. Wir sind bei fast 25 Minuten und es sind gerade mal 2000 Gold, die hier XL vorne liegt. Und das wird wahrscheinlich nicht reichen mit dieser Kombo. Es kann trotzdem sein, dass sie das Ganze gewinnen, aber es ist nicht eindeutig genug, um wirklich zu sagen, dass sie hier das Game mit nach Hause nehmen können. Ich denke auch, dass sich das Game jetzt so langsam, spätestens beim dritten Item von Rogue, massiv beschleunigen wird. Weil sobald die zweite Träne fertig gesteckt ist von Ezreal, spiked der brachial. Lissandra mit dem Sonias wird nochmal um einiges böser. Ab Rabadons kann Vladimir die Backlines auch wirklich one-shotten. Beziehungsweise, ja gut, man hat hier nicht so eine direkte Backline, aber irgendwie schon, dieser Siljen muss da sehr auf sich aufpassen. Und bis dahin spielt Rogue das Ganze einfach nur safe, gibt XL so ein bisschen, so ein paar Krümelchen, die lecken die gerade auf und machen damit aber nicht so viel. Also normalerweise müssen die Krümel zum Kuchen führen, aktuell lässt man sich aber mit den Snacks zufriedenstellen und da passiert nicht mehr so viel. Hier wird von XL das Spiel nicht übernommen. Die Vision-Kontrolle ist immer noch sehr, sehr stark. Das muss man sich wirklich auf der Minimap mal geben. Da ist nichts vorhanden auf der Seite von Rogue. Aber Rogue spielt das Ganze sicher genug, um hier nicht in die offenen Arme von XL zu laufen. Drakes muss man abgeben, ja. 4 Drakes an der Zahl ist unangenehm, wobei die hier relativ glimpflich verlaufen sind. Also 2 Cloud Drakes, ein Ocean und ein Infernal ist nicht angenehm, wird hier das Spiel aber nicht entscheiden. So ein Drake zu contesten wäre viel riskanter. Ja, jetzt hier mal eine Überzahlsituation, kein Schöner Teleport Taunt bei Sengkux. Da wird man, glaube ich, nicht mehr rauskommen. Double Stun von Siljen. Double Bombe zumindest und Kikis wird ja auch nochmal ordentlich zugesetzt. Der stirbt und das noch bevor er K6 in die Seelen-Ultimate zwingen konnte. Kera wird hier einfach wiederbelebt. Das ist eigentlich so schade, weil genau diese Fehler hat Rogue davor nicht gemacht. Du hast keine Vision am Drake, du hast generell nirgendwo Vision und pushst über die River-Linie raus, ohne dass dein Midlaner, ohne dass die Lissandra TP hat. Weil wäre die hier dazugekommen, wäre das wahrscheinlich wieder ein gutes Play geworden, so aber 2 Kills für gar nichts und genau solche Plays braucht XL, müssen aber mit diesen Plays jetzt weiter snowballen. Sind in einer Überzahlsituation. Fangen jetzt auch den Nash an, konsequent. Mal gucken, wie Rogue darauf reagiert. Sankax ist auf jeden Fall in der Nähe. Man hat die Vision durch die Krabbe, die man kurz vorher vernichtet hat. Er hat einen guten Flank hier am Start. Die 5000 AP, Vardit steht auf der anderen Seite. HQ ist auch zur Stelle. Jetzt muss man natürlich reingehen, um das rechtzeitig abzubrechen oder zu stealen. Schöner Taunt, der den Gegner hier auf Abstand hält. Auch der Stun nochmal auf Vardit. Damit hat man den Baron safe. Jetzt kommt Vladimir dazu. Und wenn die Gegner so geklumpt sind, fühlt er sich natürlich besonders wohl. Geht hier aber down, bevor er genügend Schaden anrichten kann. Genauso wie Vardit. Und da räumt Exil gerade ordentlich auf. Insgesamt jetzt 4 Drachen, den Baron-Buff und durch diesen Fight auch nochmal einen guten Goldvorsprung. Das sollte das Play sein, was das Ganze hier endgültig in ihre Richtung dreht. Oder 30 Sekunden? Ich weiß nicht, ob das vielleicht Game ist. Man könnte hier, glaube ich, zu 5 Botlane durchpushen. Kikis kann halt gerade nicht wirklich von der Seite. Das ist Game Over, tatsächlich. Ja.
Die Wave ist groß genug. Nicht perfekt angegangen. Also du machst den, du willst den Nash in Unterzahl zu contesten, da wartest du nicht, bis der Nash down ist, sondern du willst ja mit dem Nash quasi arbeiten, dass sich die Gegner entscheiden müssen. Fighten wir, nehmen wir den Nash, aber sie haben zu lange gewartet. Ah, Kikis gibt sich hier größte Mühe, aber. Ja, 2 Sekunden. Keine Chance. Wartet ist jetzt wieder zur Stelle. Hikyu 2 Sekunden. Der nächste Nexus Tower fällt. Nexus auf der Hälfte und ja, kommt auch Wladimir zu spät, hätte eh nicht genügend Schaden gehabt. Und das ist Axel mit dem Win. Stark. Ja, wirklich gut runtergespielt am Ende. Auch, ich glaube, am Ende so ein bisschen die Nerven von Rogue, die sie da einfach zu diesen Fehlern verleitet haben, oder die zu diesen Fehlern geführt haben. Denn es sah über eine ganze Weile so aus, als könnte Axel einfach nicht genug machen. Nicht, ja. Nicht genügend Vorsprung erspielen. Am Ende war es dann aber trotzdem stark genug, was sie hier heute an den Tag gelegt haben. Ja, Rogue hat es eigentlich gut geschafft, XL nicht zu viel zu geben. Dann allerdings, wie gesagt, grober Fehler, haben sich Bot einfach abholen lassen. Ja. Dadurch wurde der Nash gestartet. Konsequentes Play von XL, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sind quasi einmal über die ganze Map geroamt, aber wussten, wir haben genug Zeit für diesen Nash. Den Nash zu contesten, war, denke ich, die richtige Entscheidung. Klar, hätten sie den, man kann jetzt immer sagen, hätten sie den Nash nicht contestet, wäre das Game auch nicht over gewesen, weil sie vielleicht einen Inhib nur abgegeben hätten. Aber ich glaube, da an sich den Nash zu contesten, war nicht so verkehrt. Sie haben allerdings so lange gewartet, dass der Nash schon down ist. Und Nash gibt ja auch extra Stats. Und sobald der mal down ist, sind A, die Debuffs vom Nash weg. Die Gegner haben das gleiche Ziel. Die wissen alle 5, okay, wir greifen an. Sonst ist es vielleicht so, dass einer dann doch irgendwie nochmal den Nash finishen will oder sonst da was. Leider nicht optimal das Ganze getimed. Und auch Wladimir ist, glaube ich, gar nicht in den Pool gekommen im Teamfight. Also das war auch alles suboptimal. Eigentlich schade, weil lange hat sich Rogue ganz gut gehalten, ja. Und sie hatten ja die Scaling-Comp. Sie sind leider nur nie zum Scalen gekommen. Ja, man hat auch gemerkt, dass an der Stelle einfach der Damage von Wladimir auch noch nicht hoch genug war. Ich glaube, Rogue wollte so ein bisschen warten, dass der Wladimir dazukommen kann im Fight um den Baron. Und deswegen sind sie so spät reingegangen. Aber am Ende, wie du schon gesagt hast, der Baron war dann down. Man hatte die Bonus-Stats. Auch, muss man sagen, hat Axel da wirklich gut gespielt und das gut verteidigt. Galio mit einem wunderbaren Zoning an der Stelle, mit dem Taunt, auch den Knock-Up nochmal auf Wartet. Das war schon nicht schlecht gespielt. Also, Axel auf jeden Fall mit einem verdienten Sieg. Es war aber nicht eindeutig. Es hätte auch gut nochmal anders ausgehen können, wenn so an den Kombos ein, zwei Sachen geändert worden wären. Ja, also ich denke, skillmäßig sind die Teams nah beieinander. Ich muss auch sagen, gerade Settle und Axel, die haben sich auch dann wieder gut zurückgeholt. Die hatten im Early Game durchaus Probleme. Ja, gerade Settle auch im Early Game ziemlich gepressured worden, was den Jungle angeht, aber dann gut ins Spiel zurückgefunden. Ja. Auch Exile mit 0-3 gestartet, dann ein paar gute Taunts gesetzt. Und am Ende, wie du hast angesprochen, verdienter Sieg. Die quasi Nachbarpartie ist also entschieden. Aber wir sind erst in Woche 1, ja? Das heißt, da kann noch ganz, ganz viel passieren. Aber ich meine, wer sich an die letzten Splits erinnert, der weiß, eine Niederlage mehr kann manchmal den Unterschied machen. Und genau so eine, die sitzt dann manchmal doppelt bitter. Ja, was alles andere als bitter ist, was wunderbar süß ist, ist natürlich unsere Analyse-Ecke. Die steht schon wieder in den Startlöchern, deswegen viel Spaß mit Kalle, Tolkien und Eis. Ah, Bart, das war ja voll schön von dir. Ja, herzlich willkommen zurück in der Analyse-Ecke hier bei Summoners Inn. Ja, Tolkien und Eis sind natürlich auch weiter mit dabei und wir sind fertig mit der zweiten Partie des heutigen Tages, Excel, mit dem ersten Sieg. Und wie fühlt sich das jetzt an? Ich denke, definitiv super. Also, Sol hat immer von der Nachbarpartie gesprochen, definitiv. Also, gerade in der ersten Hinrunde jetzt ansagen zu können, es ist die erste Spielwoche, wir nehmen dieses Kopf-an-Kopf-Rennen eines ähnlich platzierten Teams und gewinnen es. Wirklich gut für Excel, also da können sie sich auf jeden Fall selbst auf die Schulter klopfen. Und es ist immer so die Sache halt, bei Teams, die sehr nah aneinander sind, die einfach dann, finde ich, jedenfalls eine Teamkomp spielen, die sich einfach leichter spielen, das mit so Doppeltank, die einfach Ham geht mit Guardian und sehen, wo einfach der Call klar ist, wir gehen halt Ham, ist einfach leichter zu spielen als eine Teamkomp, wo man sagen muss, hey, kann man Wladimir hier in Flank finden, kriegt die Sander da den Engage rein, ist einfach schwieriger zu executen, ja. Und auch, du musst noch länger scalen. Es hat tatsächlich in diesem Spiel halt ausgezahlt gemacht. Klar hätte Excel nochmal Rogue an einigen Stellen sie besser punishen können. Und gerade der Wladimir-Bild hat mir überhaupt nicht gefallen. Also, Minute Happy First Item, also da muss ich einfach nochmal eingehen. Also, kein Double Pen, kein Schaden und auch Twin Shadows, also konnte ich richtig nachvollziehen, weshalb. Und da hat auch einfach wirklich das Damage-Potenzial gefehlt, ja. Ja, also gehe ich mit, das mit dem Wladimir. Ich habe schon gemerkt, das hat sich ziemlich gewurmt. Ja, also, was soll ich sagen? Ich saß schon mal ganz nervös auf der Couch. Nee, was macht er denn? Was macht er denn? Abseits dessen, dass der Bild halt ein bisschen fragwürdig war, hatten wir auch viele Szenen, wo zum Beispiel einfach zu spät gepoolt wurde. Und meine Argumentation, als wir vorhin gegangen sind, war so ein bisschen, ja, die Kha'Zix-Galio-Kombo, eigentlich ist das ein bisschen zu offensichtlich, ein bisschen zu einfach, dass man sich davon catchen lässt. So, du hast ja kein Shift, du hast die Klaue, um rauszugehen, du hast den Pool, um das Ganze zu denyen. Ich muss aber
sagen, diese Kombo aus Kha'Zix und Galio wurde halt so gut wie gar nicht respektiert. Also es gab mehrere Stellen, wo Kickis auch einfach auf Kha'Zix halt einfach reingejumpt ist, direkt engaged und so, oh, warte mal, kommt der Galio-Ultimate. Oh, da habe ich mich jetzt vielleicht ein bisschen kalkuliert und das hat dann backfired. Und schlussendlich hatten wir halt, dann hat mehrere Szenen, Vladimir stirbt halt, Vladimir stirbt da wieder, Xen stirbt mit. Und eine ganz wichtige Szene gab es dann halt vom Nasher, die sich dann darauf getan hat. Und da wurde quasi auch Xen und Vladimir vorher auf der Botlane gecatcht. Auch da kam der Pool halt wieder nicht durch. Und das waren halt auch so viele Stellen. Wir hatten, anfangs war ja auch ein Teamfight. Der halt, also der hat mich halt richtig gewurmt. Der war halt so close. Wo halt alle schon auf 300, 400 Leben runter waren. Mindestens, wenn nicht noch weniger. Und auch da, ne, Vladimir trifft halt eine 3-Mann-Ultimate. Und bleibt danach, er nützt halt seinen Pool nicht. Und bleibt halt im Galio-Taunt hängen und kann seine Kombo nicht durchziehen. Das hätte einen übelsten Unterschied machen können. Das ist viel zu spät gestopwatcht und generell so einfach diese Teamfights, diese Close-Second-Decision-Making ist auch bei diesen neuen Teams, wo man auch sagen muss, Rogue, vielleicht hätten sie einfach Kickers sofort abgeben sollen, nicht noch weiterfighten und sie können auch wirklich Entscheidungen treffen und das haben sie halt in dieser Split-Second nicht immer hingekriegt. Das war wirklich, wirklich bitter in sehr vielen Situationen. Ich finde aber für Excel ist es jetzt halt so, dass sie nach 2 Tagen, kann man ja immer so ein bisschen resümieren, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Gerade für solche Teams finde ich es halt wichtiger, die Stärken erstmal auszubauen, als halt zu sagen, so, oh, da sind unsere Schwächen, da müssen wir arbeiten. Das ist meistens der bessere Weg und ich muss sagen, ihre Drake-Kontrolle war jetzt über 2 Tage hinweg halt echt insane. Ja, Early-Game generell. Die Objektkontrolle im Early-Game ist bei ihnen halt wirklich stark und das halt kombiniert auch mit diesen Early-Laning-Phase-Champions, die sie jetzt hatten, hat halt sehr, sehr gut funktioniert und ich denke, das ist was, wo sie auf jeden Fall aufbauen können. Ja, zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, viele Szenen, die natürlich jetzt hier auf beiden Seiten natürlich für Aufsehen gesorgt haben. Trotzdem, eine Szene hast du, glaube ich, vorbereitet, Eis, die wir uns jetzt nochmal besonders genau anschauen wollen. Genau, ich habe es eben da schon ein bisschen angeteasert. Wichtig zu wissen, vorhergehend hatten wir halt die Szene, dass Vladimir und der gute Xen gecatcht wurden. Wir sehen auch, Deathtimer sind halt schon fast durch. Ganz wichtig bei diesen Deathtimern, Teleport von Prophet ist noch da. Er kann in 4 Sekunden porten. Allerdings sind halt so 2 Catches, gerade wenn das Smite halt mit down geht, immer ein Anlass dazu, den Baron zu starten. Und wir sehen das auch schon, man hat sich hier halt direkt im Nash Pitch schon mal fast gruppiert positioniert. Zillian ist halt so ein bisschen der so eine Faktor, wenn man weiß, Senkax, der ist da halt irgendwo in der Flanke. So den guten Wardet da oben, den können wir einfach ignorieren. Sonst ein Tahm Kench, der macht halt nicht viel in so einer Situation. Sie haben halt auch noch immer die Control Ward im Pit drin. Das ist gar nicht so unwichtig, weil wir wissen ja, Vladimir hat Teleport parat. Der AOE-Schaden von Vladimir kann in so einer Nash-Situation schon viel ausmachen. Wohlgemerkt, hier aber nicht ganz so sehr, denn hier an der Stelle hat Vladimir kein Ultimate mehr, weil es halt vorher noch eingesetzt hat. Mit dem Vladimir Ultimate kann das halt noch ein bisschen anders ausgehen. Ja, aber durch die Control Ward weiß man halt, kein Ward kann halt irgendwo im Pit stehen, das heißt, da kann kein direkter Teleport hinkommen, sie fangen schon mal an mit dem Nasher, HeQ kommt noch mit dazu, versucht das hier so ein bisschen zu poken und zu pressure, deshalb ist halt auch schön, das Sein und Excel sich quasi nach rechts auszustellen, um diesen Poke einfach abzufangen und jetzt kommt Zenkax und das ist jetzt halt auch wieder so die Sache, sie machen es eigentlich wunderschön. Eben hast du halt die Tanks gesehen, die wissen, okay, den Ezreal-Poke müssen wir abfangen. Jetzt hast du halt den Ezreal, der sich hier rumbewegt hat. Das heißt, du brauchst halt nicht mehr direkt an dieser Stelle hier hinten stehen, um den Poke zu blocken. Okay, da ist ein Zungenschlabberer, aber der ist jetzt nicht so relevant. Du hast einen Smite, der wird den wohl outdamagen. Und in dem Moment moved hier Exile direkt raus, um halt sofort Zenkax zu zonen. Dass der halt überhaupt nicht in die Lage kommt, dort in dieses Pit reinzukommen. Mhm. Weil das ganz wichtig ist. Als Lissandra versuchst du ja, wenn du halt diese AOE-Kombo durchbekommen willst, versuchst du ja mit der Klaue bis hier hinten durchzukommen. Du kannst allerdings die Klaue nicht auslösen, solange ein Galio neben dir steht, der quasi in der Lage ist, mit seinem Taunt dieses ganze Areal hier einzunehmen. Weil wenn du dann getauntet wirst, kannst du die Klaue nicht auslösen und damit hat Zenkax keine effektive Chance, ins Pit reinzukommen. Teleport kommt durch, aber allerdings ein bisschen weiter weg, ne? Prophet hat nichts ab, versucht jetzt noch irgendwie reinzulaufen und hier an der Stelle weißt du jetzt eigentlich schon wieder, also das ist ähnlich wie gestern, da hat man ähnliches Beispiel, warum willst du jetzt noch contesten? Ja. Warum willst du jetzt noch kämpfen? Der Nasher ist verloren. Wenn dafür einer stirbt, der versucht, ihn zu stealen, finde ich okay. Das ist halt so dieser Verzweiflungsversuch. Aber warum will zum Beispiel Prophet jetzt nochmal All-In gehen? Wieso will er halt komplett reinfighten, geht halt sofort mit seinem Pool rein? Naja, da ohne Ultimate können wir, glaube ich, alle erwarten, was da im Endeffekt rauskommt. Und die Antwort ist, da brauchen wir jetzt auch nicht viel drüber rumreden, er wird halt einfach sterben. Auch schön, dass man hier nochmal mit dem Galio schön nach hinten zoont, ne, dann hat 2 Leute aufs Korn, sie zieht sie nochmal durch. Und schlussendlich, dadurch, dass man jetzt alle bekommt, ist das Game halt schlagartig vorbei. Hätte man da jetzt einen verloren, einen vielleicht noch abgegeben für diesen Verzweiflungsstilversuch, der eh sehr unwahrscheinlich ist, aber der, finde ich zumindest meiner Meinung nach, okay ist, so ein bisschen Schadensbegrenzung, hätte man da bloß einen verloren, können sie es auch halten und vielleicht noch versuchen halt einen Fehler vom Gegner irgendwann auszunutzen, um zurückzukommen, aber wenn du halt auf so einen Fehler hart committest, ist das Spiel sofort vorbei. Ja, somit also Rogue auch das Team, was hier aus diesen beiden Tagen ohne Sieg rausgehen wird, das erste zumindest und da natürlich meine erste Frage, was müssen sie jetzt zur nächsten Woche verbessern? Also definitiv, sie müssen angucken, wie sie ihre eigenen Teamcup ausspielen, wie sie auch draften und wo sie ihre Fehler und Schwächen wirklich finden wollen. Eis hat schon sehr schön gesagt, dass sie eigentlich auf ihre Stärken aufbauen wollen. Und gerade so
aus der Perspektive, dass wir die beiden jetzt geguckt haben, fällt es relativ schwer, eine Stärke zu finden. Einmal wurden sie komplett überfahren von Misfits und jetzt wurden sie ein weiteres Mal letztendlich von einem Team im Early Game outpressured und haben dann Teamfights wirklich sehr, sehr miss-executed. Ja. Ich würde wirklich sagen, dass an Execution in vielerlei Hinsicht fehlt. Und auch daran, dass sie einfach als Team nicht so koordiniert sind, wie sie sein könnten. Zum Beispiel die Entscheidung, also Kickers geht einfach rein, respektiert die Galiold nicht, dann der Nash-Fight, sie haben nicht richtig das Shotcalling, da muss einfach eine stärkere Stimme, vielleicht kann Kickers da mehr Verantwortung übernehmen, würde man ihm zutrauen aus der Vergangenheit und das könnten sie fixen, ansonsten haben sie wirklich einen relativ schlechten Start hingelegt. Aber vor allem ist es halt auch immer so schwierig, es waren ja auch mehrere individuelle Fehler mit dabei, dass Senkak zum Beispiel versucht nochmal mit der Klaue halt einen Kill auf den Support zu erzwingen, dafür nochmal stirbt nach einem knappen Teamfight. Das sind halt alles so kleine Dinge, die hätte ich sein müssen. Da, fairerweise muss man auch sagen, da ist der Coaching-Stuff halt auch irgendwo an der Grenze, wenn so viele individuelle Fehler passieren, so, das kannst du halt nicht wegcoachen, das kannst du dem Team halt nicht beibringen. So, da muss halt jeder Spieler für sich wissen, wo sind meine Limits, wo sind meine Grenzen, wie weit kann ich gehen. Man kann natürlich mal sagen, du, ein bisschen mehr Vorsicht, aber im Normalfall ist es da sehr, sehr schwer, den Spielern aus diesem Game halt wirklich was beizubringen. Ja, wir haben ja wahrscheinlich am Ende des Tages noch ein bisschen Zeit, ein bisschen zu überholen und noch mal ein bisschen drüber zu sprechen. Jetzt geben wir erstmal eine kleine Pause, meine Damen und Herren, und sehen dann gleich Splice gegen Vitality im nächsten Duell. Und da freuen wir uns drauf. Kurze Pause und gleich sind wir wieder da. Mach das wunderbar! Was ist denn da los?